Für was? Ja. Ui. Da sind drei Leute. Ihre Patrouille. Sieht wohl aus, als wären das insgesamt sieben Leute mit dem achten, der hier gleich am Herzinfarkt sterben wird. Dem neuen. Ich hab Zahnpflege-Kaugummi. I will only tell you my name, rank and serial number. Und diese Zerealiennummern. Dari? Ein Novi. Ja, aber hinten ist Dari. Ja. I will only tell you my name, rank and serial number. I will only tell you my name, rank and serial number. I will only tell you my name, rank and serial number. I will only tell you my name, rank and serial number. Ah, das war lag bei meinem Mundgeruch. Gut, ich hab eine GP-Granate für dich, Scruffy. He's down. Was viele hätten alle? Niner. Damn, da wollte ich dir gerade noch die Waffe wegnehmen. Und Cap lebt noch? Ja. Kratze ihn auf. Ja. Yep. Die Verteidigungsfähigkeit von mir ist mit einer Makrof. Wirfst du den einfach an die Schläfe? Ne, zwei sind gerade hinten. Ich hoffe einfach mal. Genau hinter uns jetzt auf der anderen Seite. Ja, ich glaube, wir haben alle. Waren insgesamt sieben. Ne, fehlt noch einer. Ne, ich habe ja auch gerade noch einen erschossen. Scruffy und ich haben. Ja, aber laut Scoreboard sind es sieben. Und ach so. Ach ja, ne, warte, der achte war ja, der stirbt ja von selbst. Ja, gut. Hätte man ja mehr Sport treiben sollen. Soll ich noch das Gitter zumachen? Also, ich habe jetzt drei Satchels. Kommt ein LKW. Wollen wir in die Stadt? Wir sollten, glaube ich, einfach nur unseren Abstand maximieren, so dass wir nicht immer gleichzeitig drauf gehen. Nehmen wir den USI da? Könnte ja fast schon als Plan durchgehen. Nee, nee, das machen wir nicht. Tut. Hast du gerade meinen Jeep versetzelt? Nee, ich habe da was aufgenommen, statt einzusteigen. Ah. Ja. Und der Wagen geht in Flammen auf. Kann ausweichlich passieren. Hm? Ich teste mal wieder die neue Maussteuerung. Vollgas! Da. Wir merken es nicht. Ja, jetzt haben sie es gemerkt. Jetzt muss ein RPG raus. Ja. Zur Halle da oben hin? Ja, das ist doch da. Ja. Ich hab keine. Ich hab drei. Ich steh schmiere. Doch, dass ich bin der Getaway Car Driver.
Hey, los, 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 los! Ich mach 60. Kaum noch Sprit. Halt. Bin drin. Scruffy sagt, wenn du zündest. Die umdrehen. Das Ding. Ich sehe nichts. 3, 2, 1, Zündung. Gelbe Kette. Woran das wohl liegt? Wahrscheinlich ist hier eingebaut, wenn man den Turm sprengt, werden 20 Panzer gespawnt. Über 2000 Fallschirme, so wie wir das letztens hatten. hört ihr das Hupen? Ja. Gut. Wo ist die nächste Tankstelle? Wieder. Damn! Haben wir es nicht hin. BNB? Wir treffen ihn gleich wieder auf den Schilker. Kann jemand mal die Route zur nächsten Tankstelle raussuchen? Ich glaube, wir müssen nur rechts wieder abbiegen, ja. Ja, ich gucke mal auf meine Karte. Ja, der Witz war gut. Ich wollte hier rechts fahren. Eindeutig. So viel zu unserem Tankstellenplan. Wir hätten ja auch nach dem Weg zur nächsten Tanke fragen können. Ich glaube, keiner von uns spricht deren Sprache. Wobei, da in Gorkam müsste auch eine sein, oder Guglovo. Eine Tankstelle. Ja, eine Setsche. Fertig. Da kommt ein LKW. Aber sieht zivil aus. Wohin wollen wir? Wo sind wir hier? Grafino. Sind in Grafino. Ja, ich würde hier mal. Ja. Ich muss es irgendwo truppen. Ich geh mal ins Kalibutka. Ihr macht das schon, ja? Den falschen Knopf gedrückt. Tätschel ist gelegt. Der kommt hierher, der kommt hierher. Bin hinter dem Panzer und da kommt ein Moped mit dem Kerl noch. Bin ich, Feuer. Nein, sie haben mich umgelegt, sind aus dem Panzer raus. Panzer ist detoniert. Sind sie dabei draufgegangen?
habe ein neues Fahrzeug, einen roten Land Rover. Sehen alle sehr tot aus. Und ein Kerl mit einer PK. Shit! Speak! Und ein Raketomat. Aber natürlich so klar, jemand fährt über eine Mine, springt vor Schreck raus und sieht direkt den, der die Mine gezündet hat. Ja nun, das ist ja... Hier auch nichts Gescheites. Ah, Karte und Kompass. Und zwei Minen. Bauchgranate. Kommt wieder was? Heli. Hier ist noch eine Karte, bei dem deiner Hauswand liegt. Ich glaube, hier sind noch ein paar Kerle. War der eigentlich auf dem Motorrad? Ja, den habe ich runtergeschossen. Okay, also eine Mine auf die Kreuzung. Zumindest alle, die ich da gesehen habe, ja. Fahrzeug auf. Da kommt ein Ural. Ah. Mach mal den Maschinengunner, ne? Ah. Hier ist ein Raketenwerfer. Au. Ja, ich bin angeschossen. Der Hubschrauber. Soll ich es mit dem Raketenwerfer versuchen? Nee, du wirst uns alle damit töten. Hier ist auch noch eine Karte drin. Okay. Was? Wow. Okay, mich hat irgendwas umgehauen. Das klang nach einer 20mm Auto. Ja, lass den auf. Der muss auf die Kreuzung, da liegt die Mine. Ketten. Ja. Steht am Ural. Doch, ein verdammter zweiter BMP. Zwei sind da. Zwei BMPs. Ja, hab ich dir gesagt. Ein Sunny, ein normaler. Gerade einen Raketenwerfer-Typ abgesetzt. Versucht euch zurückzuziehen, wenn es möglich ist. Duffy, der ist hier auf Ost. Der schießt. Ja, nicht hingehen, der schießt dich. Civil. Da kommen. Oh, das wird ein böses Ende nehmen. Da kommen 8 Mann auf euch zu. Ich hab ne PK. Und der Sunny kommt gleich rum. Sind jetzt auf der anderen Seite vom Haus. Mondcap, einer kommt jetzt zu dir rum. Weiß. Du hättest dir den Skoda klauen können.
Oh no, oh no. Der Zivi versucht hier die ganze Zeit das Gleiche zu machen. Ja, saniert ein richtiger Schinder. Da bist du. Der ist immerhin hier in guter Deckung gestorben. Ich war mit meinem Fahrzeug. Ja, ich seh's. Geh weg. Auf der Hauptkreuzung ist einer. Ja, der Sunny fährt gleich über die Mine. Ja. Soll ich mich mal versuchen, um den BMP zu kümmern? Kommt der nächste. Den neuen, der da kommt. Au. Und den anderen hole ich mir mal. Scruffy, Achtung, lass mich mal durch. Och, Sunny, Hilfe. Kann es sein, dass der... Scruffy, guck mal bitte, ob der da... Schieß mal auf den. Guck mal, ob der da hinten noch einen Schützen hat. Wow. Und wo? Taking fire. Nach einer AK, was mich hier erwischt hat. Ich hab dann einen BMP akquiriert. Track und Gun ist kaputt. Target eliminated. Nein. Tja, es ist dumm, wenn man Kanonenrohr kaputt hat, aber trotzdem in dessen Reichweite fährt. Danke. Mondcap? Ja, ich komme mal zu euch. Ich versuch's zumindest. So, wer braucht Willi Werkel? Ja, wir haben zwei BMPs zum Zusammenkratzen. Rechts einen roten Radarkontakt. Blitzer weg. UAZ. Bein, UAZ. Ich glaube, wir könnten mit den Dingern einfach schon unsere eigene Armee aufmachen. Was haltet ihr davon? Kratzt du den anderen BMP zusammen? Ja, okay. Ja, das ist eine Ambulance. Ah. Irgendwo... Appariert. Bis heile. Wir sind in Gorishino, dann fahren wir doch nach Rokovo. Oder Rokovo? Ja, ist eigentlich alles. Rokovo ist, da sind wir auch schon fast durchgekommen, das heißt, da haben wir eigentlich fast freie Bahn. Okay. Nach Rokovo. Nee, und nicht über deine eigene Mine fahren. Die ist weg.
Das wäre echt genial. Cool. Da, rechts, rechts, da kommt's mal. Überfahren, ich muss mir gerade ein Boot schmieren. Take it fire. Da haben wir eine Mine? Wir werden sie schon finden. Da auf die Kreuzung. Ja. Soll ich den Sunny BMP vorfahren? Ah, hier, die Leute, die da waren, das waren zwei Crew-Leute. Die waren wahrscheinlich aus dem anderen Sunny BMP. Ich wette, der hat die gefressen, ist noch ein Stück weiter gefahren. Hat wohl wer Angst? Fuck, ist was für Versager. Ich wollte sie eigentlich überfahren. Cool, mit der Maus habe ich, im Panzer habe ich ein Icon, wo ich hingucke. Cool, das klappt sogar. Wenn man dieses Icon hat, wo man hinfährt, dann ist das ziemlich cool eigentlich. Oh, spät bemerkt. Rüber, ist nach rechts. Ich weiß. Ich hab nur das Ortsschild gelesen. Rogoro nach links, 3 Kilometer. Oder halt geradeaus. Ich fahr mal auf der richtigen Seite für einen Panzer. Ja. Ja. Vor allem, weil die irgendwie so eine... Die hat so einen enormen Gradienten. Irgendwann reißt die halt voll zur Seite. Für kleine Änderungen ist sie super. Rechts sind 2 rote Radarkontakte. Jetzt sind sie wieder weg. Im Süden von Rogovo ist das Camp, oder? Jede Menge graue Kontakte voraus. Achtung, ich bremse Scruffy.
Kannst du da was sehen? Jede Menge, aber es ist nur auf dem Radar. Oder wird's abgeschaltet? Ach ja, da ist das. Ah ja. Und nicht einfach reinfahren, das wird uns umlegen. Ich wollte oben auf den Berg, aber irgendwas hat gerade auf uns gefeuert. Ja. Ja. Nee, feuert auf uns, aber ich weiß nicht was. Kommt aus dem Camp, aus der feindlichen Basis vom Waldrand hinten. Da Kontakt rechts. Scruffy, bist du rechts hinter uns? Gut. Aber der BADM, den ich hier gerade. Wo fährst du hin? Da, wo wir letztes Mal auch standen. Mit dem BADM, dem ATGM. Das ist nämlich genau der Berg. So, jetzt müsstest du gleich links gucken können. Eben nicht, so ein Busch, fahren wir ein bisschen vor. Ja. Ich habe auch zwei Radarkontakte hinter uns. Scruffy, bei dir unten wären mehr. Scruffy braucht Hilfe. Mundcap. Links. Niner. Ja, Emo-Pins sind irgendwie nicht wirklich HE-ig. Wieso fährst du denn jetzt weg? Ich fahre dich ein Stück vor, weil da gleich der UAZ kommt, der Scruffy getötet hat, unten in die Stadt rein. So ein UAZ. Der Scruffy gerade umgelegt hat. Links sagst du erst, Infanterie aber. Need help! Durch zu Scruffy? Shit! Oh no! AP. Shit, man down. Radarkontakte hinter uns. Shit. Oh no. Weiter links kommt noch was. Shit, man down. Noch 10 Grad weiter. Da. I'm hit. Zwei Sachen, zwei Kontakte. Und das ist ein BMP. Oh no!
Nein, noch nicht. Soll ich dich da hinterherfahren, Mooncat? Ja. Ich bringe ihn dir gleich auf 12 Uhr. Was wir bräuchten, wäre ein Munkel-LKW. Es ist 12 Uhr. Fährt da durch die Stadt. Shit! Jo, ich glaube, du hast ihn. Hat Scruffy auch direkt ein neues Auto. Mach das. Hallo. Ach. Was treibt ihr eigentlich gerade so? Arma spielen. Hm. Wie jeder vernünftige Mensch. Ja. Wie jeder vernünftige Mensch spielen wir Arma ohne Ace. Na gut, das ist jetzt ein Widerspruch in sich. Ich meine, es gibt keinen vernünftigen Grund ohne Ace zu zocken. Ist tatsächlich so. Und doch, einen gibt es, nämlich mit uns zu spielen können. Mit uns spielen zu können, so rum. Ja. Trotzdem gibt es keinen vernünftigen Grund, ohne Ace zu zocken. Außer irgendwelchen willkürlich. Okay. Der steht genau so, bei der, ne? Kreuzung geradeaus. OneCap, wo soll ich hinfahren? Wollten wir nicht zur Basis? Ist da alles tot? So gut wie. Okay. Hier steht er doch. Blindfisch. Genau bei der Kreuzung geradeaus. Das habe ich wörtlich gemeint. Ist er noch heile? Auf zur Basis und noch viel weiter. Haben wir eigentlich noch irgendwas an Waffen? Konkurs und PK. Ach, damit können wir ganzen Krieg gewinnen. BTR, den wir... Ui! Fahrzeuge für uns. Sind sie nicht abgeschlossen? Da läuft einer rechts. Wir kamen aus der Hütte. Ich find's hier schön. Ich finde, wir sollten hier bleiben. Ich park dich mal hier und geh mal funken. Mhm. Ah, verdammt, der ist zu. Alle zu. Ich habe ja noch eine. Nee, Mine sollte ich nicht legen. Wir haben Panzer. Mooncap, du könntest den BRDM zusammenflicken.
Wieso sollten wir? Wir haben den. Ah ja, fürs Coffee. Ja. Moment. Kann man da einsteigen? Warum haben die eine Mülltonne? Ist abgeschlossen. Weil sie ordentliche Leute sind. Oh nein, wir sterben. Schließt von innen ab. User joined your channel. Jo. Ihm treibt die Langeweile. Ja, das ist richtig. Denen da oben ist gerade nichts anzufangen. Die zocken nur irgendwelche komischen Custom-Maps, die ich nicht habe und auch nicht runterladen kann. Nehmen wir... Ja. Nehmen wir wieder dieselbe Spiel letztes Mal? Channel. Ja. Ein bisschen früher, nicht links abbiegen, sondern rechts, da wo die Schilka uns platt macht und Scruffy das Ding aufs Dach legt. Ja, ja. Dann los. Das ist tatsächlich ziemlich cool, Leute mit ihren eigenen Gliedmaßen zu verprügeln. Ah, jetzt müssen wir auf den ja noch warten, der kann bei Scruffy mitfahren. Oh, aber halt, er spawnt bei mir. Nee, der spawnt bei uns. Einfach mal Vollgas geben. Ich bringe ihn dir mal vorbei. Du hupst einen Vorgesetzten an, Scruffy. Ja, das sollte in Arma 3 unbedingt hinzugefügt werden. Das Salutieren in Fahrzeugen oder das Hupen außerhalb von Fahrzeugen? Das Salutieren in Fahrzeugen. Ey, das ist immerhin Vorschrift, egal ob man das hat oder nicht, man hat zu salutieren. Blop, da ist er, ohne was. Pflicht entfällt dabei nicht. Tatsächlich, wo ist er denn? In deinem BMP. Hui! Hey, ein BMP. Da hinten gibt's Waffen. Hinter dir liegen Leichen. Du musst zwangsweise bei Scruffy an der Dishka mitfahren. Und Fatman, hast du schon die Autobahnbilder gesehen? Negativ. Uiuiui. Also, ich soll in dem UAZ hier mitfahren oder bei dem... Korrekt. Sehr schön. Hält mir. Okay. Sattelt die Hühner, wir fliegen zum Mond. Mindestens. Wenn nicht gar schlimmer. Wo ist der nächste Stein? Zeig mir den Stein zum Mond. Kontakt. Baum. Wow! Also ist wirklich Zivilist? Der Oberarm? Hast du ihn? Ja, okay, ist nur Wahnsinn. Keine Ahnung. Ah, da sind sie. Jo. Links laufen Truppen. Das MAQ feuert oben. Achtung, ihr werdet von rechts geschossen. Danke. Was, nur ein Abschuss? Zero. Das ist unrealistisch. Zero. Eight. Haben wir noch eine ATGM? Wir haben noch 6, aber das lädt halt recht langsam nach. Okay. Shit. Da kommt noch einer, Rechts unten, ich glaube, der ist bewaffnet. Rechts unten auf der Straße. Sunny. Noch einer. Ich glaube, der oben hat einen Abgang gemacht. Denke, es ist sicher.
schön übersehen. Mundka, du hast etwas übersehen. Du fährst bei mir mit. Es ist niemals sicher. Wir sind von außen sicher. Wir brauchen für die Pappenheimer hier dein neues Tor. Helpless. Helpless. Wir müssen echt noch einen Money-LKW klauen. Was müssen wir? Money-LKW klauen. Damit haben wir ja Glück. Ansonsten heißt es Charge! Der mit mehr PS gewinnt! Wir müssen nach Süden. Ja, ich weiß. Das ist dieselbe Strecke wie letztes Mal. Wenn wir echt den PV-Resistor mitnehmen. Ich guck mal gerade, wie es da mit Ausrüstung aussieht, die wir da haben liegen lassen. Wir fahren schon mal ein Stück vor, oder? In dem Wald sind da so ein paar Kerle gestolpert irgendwie. AK-74. Oh, eine SVD, ich habe eine SVD gefunden, sehr schön. Die hätte ich auch gefunden. Dann wurden wir von der Schilka getötet. Weg ist oben. Siehst du da einen direkten... Oh, ist das Morg? Ja, nein, doch, nee, doch, nein, ja, nein, doch, nein, nein, doch, nein, ja. Verstehe. Und den Schloss ist... Südost. Das ist so... Ah, hat keinen Namen. Doch, Zub. Zub? Ah, Zub, doch, steht dran. Dunkel. EBR Gas. Du musst sagen, wann wir links müssen. Kurs ist nachgeladen. Ist interessant, da ist gerade ein Trabi in der Botanik rumgefahren. Ja, ich bin da irgendwie skeptisch. Okay, ja. Dreimal rechts. Was? Dreimal rechts hier. Na, ich mach da nicht so wirklich Unterschiede. Bei der TVS hier ist ja auch irgendwie... Sieht ja auch eigentlich fast militärisch aus. Letztes Mal sind wir hier hochgefahren, oder? Ja, sagte ich ja, dreimal rechts. Muss ich ja verstehen, halt mal rechts. So eine Gefahr. Die sind übrigens irgendwo hinter uns, ne? Na, dreimal rechts ist links. Warum nicht? Wir können mal die schöne Aussicht genießen. Wird ja wohl erlaubt sein. Außerdem muss ich mir ein bisschen die Hose zurechtdrücken. Gut. Die Animation fehlt noch. Stau im Wald. Hose zurechtdrücken und dann Sack knacken. Ja, genau. Mondkrepp wird demnächst ja mal die in der Nase Popel Animation einführen. Die gibt es schon. Verdammt. Nee, also wir brauchen definitiv eine Unterhose-Zwick-Animation. Und dann Eierkontrollgriff. Ja, definitiv. Den EKG. Der muss dann in der Config EKG heißen. Ja. EKG-Animation. So dass alle Missionsbauer den benutzen. Weil sie denken, das belebt einen wieder oder so. So eine Wiederbelebungsanimation oder sowas. Aber dann greift sich einer in den Schritt. Durch so dann so einen Search-Z. Los, belebt mich wieder. Und in den Schritt greifen. Wollte ich mal irgendwann eine Happy Hour in Motion Capture Studio bekommen, sag ich euch Bescheid. Und dann kommen wir nach Prag extra dafür. Ja. Wir fliegen dann nach Prag, wo ist das Problem? Ich stelle mich gerne zur Verfügung. Na, dafür finden wir schon. Hat Prag einen Flugplatz? ich glaube nicht, aber vielleicht einen Flughafen.
was? Nur einen internationalen Flughafen, aber. Ja, keine, was weiß ich, wie das. Reifen haben sie. Bis Mooncap dahin bis Mooncap sich aus Tschechien mit übers Teamspeak gemeldet hat, dachte ich auch, die hätten da keinen Strom. Ja. Und ja. Dass wir Drive-Bys machen können? Nee, hier gibt's BNPs zwischen 15.000 und 25.000 Kronen. Hm. Aber hast du dafür einen Führerschein? Die sind demilitarisiert in aller Regel. Nee, zum Teil braucht man gar keinen Führerschein. Weil die als landwirtschaftliche Dinger eingestuft sind. Haha, das letzte Mal, dass wir das gemacht hatten, war vom Zweiten Weltkrieg. Das ist kein Panzer, das ist ein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug. Das hat sogar einen Haken hinten dran. Und das da oben, das ist nur so, damit man die Vögel wegscheuchen kann. genau, ein Vogel weg. Wie, was? Hätte man auch aus Holz machen können? Nee. Das machen wir mal schön aus 20 cm Stahl. Richtig, banalen Sachen. Sonst macht mir die Kuh das noch im Stall kaputt. Eben. Mal irgendwo gegenfährt, ne? Man möchte auch sicher sein. Also ich meine, bei dem blindgängerverseuchten Acker hier muss das schon mal eine Mine aushalten, ne? Fährst mit meinem Rap den Ackerpfleger hin. Ich hätte vor ein paar Jahren in der Gegend tatsächlich mal einen Traktor gesprengt. Der ist auf den Blindgänger gefahren. Also dem Bauern ist nichts passiert, aber der Traktor war Müll. Jetzt haben wir, müssen wir hier rechts. Ja, ich hab's gesehen. Komplett in die falsche Richtung gefahren. Letztes Mal sind wir rechts rum um die Burg gefahren. Ja, rechts. Ich mach hier fast den Scruffy. Den Panzer aufs Dach legen. Echt? Stimmt. Dann mach ich den Mondkalb. Aber auch nur in der Nähe von Schienen ist das ein Mondkalb. Ja, ohne direkten Kontakt mit den Schienen. Das ist wieder Quantendynamik. Beim G ist ja Third Person an. Was geht denn hier? Happy Hour. Wie kann das passieren? Achtung, an der nächsten Kreuzung ist ein Fahrradfahrer, da steht da blöd rum. Versucht den vielleicht. Achso, okay, er nimmt die Abkürzung. Ich glaube, das Problem haben wir nicht. Ja, ich sehe es gerade. Das ist natürlich die geschicktere Lösung. Und wir führen wieder. Ich fahre mit Kuh? Wir holen euch die wieder ein. Hier geradeaus, oder? Kumpel, das ist schön. Ja. Ist das der Intro-Tümpel? Ja. Sicher? Hier folgen. Ja, das ist er. Na sowas. Hier vorne rechts, oder? Nächste. Ja. Waffellager. Wer will denn Waffeln? Hier gewagt. Ich folge ruhig noch weiter. Konnten wir doch. Ja. Mussten nur den Zaun einfahren. Ja. Danach musste Mondkopf erstmal aussteigen. Ja. Oh, ich habe keine Ausschau halten. Mundkalt, wie sieht's eigentlich mit parallaxfreien Visieren aus? Hier nach Süd. Ja, da hatte ich vor einer Woche mit unserem Lead-Designer drüber gesprochen, weil wir jetzt... Hier durch? Ja. Ja.
hatte ich drüber gesprochen und also es gibt jede Menge tolle neue Sachen bezüglich mit beiden Augen zielen, aber die Aimpoints sind weiterhin Crayon Tags. Na toll. Was ist denn das für ein Scheißdreck? Ich Warum weiß nicht, solange, solange keiner dafür zahlt und keiner das haben will oder explizit fordert, dann wird das ja nichts. Was heißt denn keiner haben will? Also, ich meine, ja eben, warum dieser Rückschritt? Ich meine, in Arma 1 hat es doch wunderbar funktioniert. Warum hat man diesen Bug entfernt? Ja. Wir sind doch jetzt gerade erst auf die NG, also auf Arma 2 Engine umgestiegen, also. Das heißt, ihr habt das Problem gerade erst. Und das Tolle ist, dieser Alpha-Bug, der wurde sogar genutzt in VBS 2. Die ganzen Periskope in den Panzern, die wurden damit gelöst. Und jetzt funktionieren sie alle nicht. Ja, das dachte ich mir nämlich. Also echt, was hat denn dieser Alpha-Bug denn noch für Probleme verursacht? Der war doch nur noch nützlich, oder? Fenster. Also, ich kann mich jetzt an keine Fenster mehr erinnern, wo der zu Problemen geführt hat. Durch Fenster hast du nie irgendwas gesehen. In. Was? Auch jetzt wurde alles ausgeblendet. Mit Lichtern. Du kannst keine Lichter durch Fenster sehen. Aha. Naja. Wie auch immer, also ich find's kacke. Halt, stopp! Was machen wir hier? Oh! Die Leute schießen. Freshman kriegt direkt Panik. Ach, ihr wart das. Ja, da mach ich mit. Ach, hier sind wir direkt runtergefahren. Ja. Ist sauber. Jo. Jetzt okay, heizen wir zum Extraction Point. Ja, ich hab ja hier noch einen PKT drauf, ne? Das ist ein Fluss, das könnte ja zum Problem werden. Ne, wieso? Haben wir dann irgendwo keinen Fluss? Unfug. Ich fahre? Schienen! Hui! Die Brücke ist echt sowas von nützlich. Hätte auch mal drum rumfahren können. Ich finde, das ist der schönste Berg im ganz auf ganz Tschernarus. Ich wollte es gerade sagen, er ist tatsächlich sehr, sehr schön. Ja, aber genau. Es ist auch der unpraktischste. Na, ja, ist ein bisschen unwegig, ja. Also. Fährst du hin? Junge! Bonk. Kipp mal den scheiß Panzer nicht um. Was? Ich möchte jetzt eigentlich sagen, BMPs sind unumkippbar, aber naja. Würde ich ja einfach nur den Teufel ernst. Ich wurde schon zu oft eines Besseren belehrt. Wir sollten vielleicht Scruffy mitnehmen, oder? Schwippen, BMP? In Arma 2? Ja. Ja, das ist für eine bescheuerte Frage. Eben. Ja genau, auf der anderen Seite der Insel fällt irgend so ein Russ ins alkoholisches Koma und... Weiß ich, ich wusste, dass die Federung einfach mal ganz unten ist. Ja. Wollen wir gucken, ob man mit dem Ding auch die Mission beenden kann? Ja, wir müssen in den Booten sein. Ich hab da einen Kontakt. Oh mein Gott, das sind russische Kampfboote. Was sind das? Die beiden Boote, die uns abholen werden. Achso. Komm, eins von denen können wir mindestens noch zerstören. Per Rammen. Was, wer zurückbleibt? Was hast du mit dem Konkurs vor? Nichts. Cannon,